Ich begrüße euch zum nächsten Hot Lap und Setup Video hier aus F1 2017. Wir sind heute beim großen Preis von Russland in Sochi unterwegs. Und bevor wir mit der schnellen Runde anfangen, zeige ich euch mal ein paar kurze Fails von mir. Und ich kann euch sagen, ich habe mir dermaßen die Foot aufgerissen, um diese Zeit hier für euch rauszuhauen. Also wenn das mal kein Daumen nach oben wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe wirklich so lange gezockt und ich wurde richtig aggressiv dabei, weil ich einfach jedes Mal die gleichen Fehler gemacht habe. Und ich kann euch sagen, es ist so verdammt schwierig, hier auf dieser Strecke eine saubere, schnelle Runde hinzulegen. Das ist unfassbar. Ich habe so lange gezockt, bis mein Unterschenkel wehtat, weil mein Stuhl sich in meinen Unterschenkel gebohrt hat. Und der tut jetzt immer noch weh. Also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich habe wirklich Schweiß und Blut geschwitzt für euch hier bei diesem Hotlap und Setup-Video. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die schnelle Runde. Wir versuchen, einen guten Exit aus der letzten Kurve zu haben. Hier kann man einiges an Zehntelsekunden direkt auf den ersten paar Metern gut machen, wie wir oben rechts jetzt am positiven Delta sehen. Dann DRS einschalten, so früh wie es geht. Wir fahren über 325, über 330. Bremsen runter kurz vor dem 100-Meter-Schild in den vierten Gang. Versuchen, die Kurve zu klippen auf beiden Seiten über die Curbs räubern, sodass wir dann so früh wie möglich wieder auf dem Gas sein können. Hier die Linkskurve schalten wir bis in den achten Gang, kurz unter dem Schatten. Kurz nach dem Schatten, besser gesagt, bremsen Sie runter bis in den vierten Gang, lassen uns raustragen auf die linke Seite, in den fünften Gang, sechsten Gang, 280 km/h, bremsen wir runter bis in den vierten Gang, auch auf der rechten Seite wieder den Curb mitnehmen und einen guten Exit aus der Kurve haben. Jetzt geht es in eine sehr schwierige Sektion, da habe ich so oft versagt. Runterbremsen in den fünften Gang, hier raustragen lassen in den sechsten Gang, kurz nach der Box oben rechts runterbremsen und dann wieder rausbeschleunigen, hier in der Mitte der Kurve, wieder an der Box bremsen in den vierten Gang. Die Kurve nicht verpassen, um hier einen guten Exit für die lange Gerade zu haben. Der Mittelsektor hier auf dieser Strecke absolut entscheidend. Jetzt können wir kurz mal durchatmen. DRS Flatout für diese lange Gerade. Wir schauen auf die linke Seite, bremsen kurz vor dem 100-Meter-Schild runter in den dritten Gang am Kurvenscheitel. Dann hier möglichst weit ausholen auf der rechten Seite, damit man einen guten Winkel für die Linkskurve hat. Jetzt bremsen wir runter bis in den dritten Gang. Versuchen so nah wie möglich links über die Kurve zu fahren, um dann hier einen guten Exit für die Rechtskurve zu haben. Shortshiften kann man hier machen, muss man nicht unbedingt machen. Jetzt bremsen wir kurz nach dem 100-Meter-Schild in den vierten Gang an dieser Stelle. Jetzt sind wir in den letzten paar Kurvenkombinationen. Einmal nochmal aufpassen, hier in den dritten Gang gehen. Kurz in den vierten Gang schalten und es wäre fast wieder eine ungültige Runde gewesen, weil wir am Ende leicht von der Strecke abgekommen sind. Aber hat dann noch so gerade eben gereicht. Und ich glaube, wenn die Runde nicht gegolten hätte, dann wäre ich absolut ausgerastet. Ich glaube, ich hätte den Controller in den Bildschirm geworfen. Von daher bin ich wirklich mehr als glücklich, dass die Runde gezählt hat. Und wir kommen auf Platz 6 auf der Weltrangliste mit einer 1:33.5. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Runde echt gut war. Ich hätte wie immer eigentlich noch ein bisschen Zeit rausholen können, aber wie gesagt, es ist so verdammt schwierig, hier auf diese Strecke eine Zeit zu setzen, die gültig ist. Von daher bin ich mehr als zufrieden, dass wir diese Strecke abgehakt haben und ich kann euch jetzt das Setup präsentieren. Wir kommen zur Aerodynamik. Wir fahren hier auf dieser Strecke einen 5-5-Flügel und ich habe mich dafür entschieden, weil es hier im ersten Sektor, der fast ausschließlich aus einer langen Geraden besteht, da brauchst du Topspeed und natürlich auch Mittelsektor und das funktioniert echt gut. Du machst im ersten Sektor richtig Boden gut gegen andere Leute. Deswegen haben wir auch den schnellsten ersten Sektor von fast allen Leuten, die da so um uns rum sind. Transmission 50-70 passt relativ gut hier auf der Strecke, auch bei der Radaufhängung oben in der Mitte. Vordere Spur ein nach links, hintere Spur noch einen nach links. Scheint ganz gut zu funktionieren hier auf dieser Strecke. Radaufhängung 7-2-7-4-5-5, genau die gleiche, wie wir noch in Bahrain hatten. Das ist dieses Limitless Standard Schema. Bremsen, dann ein bisschen anders, 81-57. Ich hatte das Gefühl, wenn ich den Bremsdruck ein bisschen zu hoch habe hier auf der Strecke, habe ich Probleme beim Bremsen. 81-57 hat da sehr gut gepasst. Reifen oben in der Mitte, unten einen nach links und Gewichtsverteilung auf 9. Und das ist wirklich sehr interessant, denn ich glaube, das ist mit Abstand das Höchste, was ich bisher gesehen habe hier an Setups. Denn ich bin zum Schluss gekommen, hier auf dieser Strecke hast du praktisch keine Kurven, da wo du wirklich mit Fullspeed reingehen musst und dann während du lenkst, musst du bremsen. Das hast du hier nicht. Du hast hier nur Kurven, da wo du vorher schon Speed verlieren musst und dann lenkst du ein. Und das sind genau die Kurven, da wo du dann nicht das Heck verlierst. Wie zum Beispiel China, erste Kurve, da wo du mit Fullspeed reingehst und währenddessen bremsen musst. Da verlierst du dann das Heck, wenn du den Ballast auf 9 hast. Aber hier auf der Strecke musst du vorher abbremsen und hast dann einfach einen besseren Turn in, je höher du dann mit dem Ballast gehst. Wenn du es übertreibst, zum Beispiel Ballast auf 11, dann geht das auch nicht mehr, aber du kannst halt hier in China, in Russland habe ich halt das Gefühl, dass du halt tendenziell ein bisschen höher gehen kannst. Ich habe sogar mal Ballast auf 10 versucht, das geht auch, aber das ist dann schon kritisch. Also ich sag mal 9, da ist man schon auf einer sehr sicheren Seite und wie gesagt, es hat wirklich wunderbar funktioniert. Kann
kann ich nur jedem empfehlen. Ich würde euch generell raten, den Ballast eigentlich so hoch zu stellen, wie es nur geht. Und sobald ihr merkt, es ist eine Kurve auf der Strecke, da wo ihr mit einem hohen Ballast nicht mehr klarkommt, dann wisst ihr, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich vielleicht einen Klick weiter runtergehen muss mit dem Ballast. Dann fahrt ihr nochmal zwei Runden und testet das aus. Und wenn das Heck dann kommt, dann merkt ihr, okay, ist wieder zu hoch. Oder ist halt zu niedrig, ihr habt zu viel untersteuern. Also, wie gesagt, ich habe schon oft genug gesagt, Ballast ist wirklich extrem wichtig in F1 2017. Denn das entscheidet relativ viel. Und ja, ich denke, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Wie immer, falls ihr irgendwelche spezifischen Fragen haben solltet oder wenn ihr irgendwas Spezielles nicht verstanden haben solltet, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich antworte da relativ häufig und auch sehr gerne natürlich. Und ja, ich denke, bis demnächst. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen haben sollte. Ich hoffe, es kann euch weiterhelfen. In dem Sinne, macht's gut und ciao.